Also erarbeiten müssen wir uns in der Branche, in der wir uns bewegen, sowieso viele Dinge hart. Ja? Das steht mal außer Frage. Von den Ideen, die man hat, von den Sachen, die man in die Hand nimmt, wo man sagt, die möchte ich gerne umsetzen. Das ist ein Denkprozess. Das ist ein stiller Denkprozess, den man, der kann überall passieren. Also zumindest bei mir so. Ne? Der kann während dem Autofahren passieren, der kann während dem Kochen passieren, der kann selbst jetzt, wenn wir uns unterhalten, kann dort vielleicht eine Symbiose irgendwo entstehen, wo man sagt, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, soll ich mal angreifen. Der passiert in zwischenmenschlichen Gesprächen, wo man eben miteinander vielleicht aus einer kleinen Spinnerei eine tolle Idee gebärt. Ne? So ist es ja. Und da ist ein sehr hohes Gut, ist immer die Familie. Familie ist dort immer ganz, ganz wichtig. Die haben dort einen großen Anteil, zumindest bei mir. Was aber bei vielen Sachen oder viele mittlerweile nicht mehr haben, ist die Risikobereitschaft. Ist sich mit Dingen auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen und dann eben die Intuition herauszufiltern, zu sagen, und das ist jetzt der richtige Weg. Intuitive Entscheidungen treffen, die nicht nur rein vom Zahlenwerk abhängig sind, sondern dir, dir einfach ein gutes Gefühl geben. Und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast dann, und bringst das gute Gefühl, egal wohin auch immer, ob ins Glas, auf den Teller oder jetzt hier in den Raum rein, dann werden deine Gäste auch ein gutes Gefühl haben.